Hier, im Institut für Geoinformatik in Münster, wurde im Rahmen einer Projektwoche mit Schülerinnen und Schülern der Anne-Frank-Gesamtschule in Havelsbeck eine Bikebox entwickelt. In verschiedenen Gruppen arbeiteten die Schüler an der Bikebox. Um einen ersten Einblick von dem Projekt zu bekommen, stellen wir Projektleiter Jan Wirwan einige Fragen über die Bikebox. Das Projekt findet jetzt in der Woche vom 31. August bis zum 4. September statt. 2 Tage an der Anne-Frank-Gesamtschule in Havelsbeck und 3 Tage hier am Institut für Geoinformatik, wobei die 2 Tage dort eben für die Einführung und für die Abschlusspräsentation genutzt werden und die 3 Tage hier wirklich für den harten Kern der Arbeit. Die beteiligten Personen sind 50 Schüler der Anne-Frank-Schule in Habigsbeck. Das ist der 12. Jahrgang, der jetzt eben diese Projektwoche durchführt. Und zusammen wird das eben gemacht mit dem Institut für Geoinformatik, im Genauen der Kurs GI Science and Transdisciplinary Education. Das sind etwa 15 Bachelor- bis Masterstudenten, die dort eben versuchen, sowohl in Education, also sprich in der Lehre, als auch eben in dieser Projektarbeit den Schülern diese Sachen näher zu bringen. Das Herz der Bikebox ist die Sensebox. Also wir sind in der Gruppe Sensebox und wir kümmern uns in diesem Projekt eigentlich um das Innenleben, weil wir die verschiedenen Sensoren auch programmieren und uns darum kümmern, dass die erfassten Phänomene aus der Umwelt auf einer SD-Karte abgespeichert werden, damit später die anderen Gruppen das auswerten können und auch beispielsweise anders darstellen können, also visuell. Also das ist dann der Arduino Uno mit schon programmierten Sensoren, zum Beispiel GPS, UV, Temperatur und Sound. Und die aufgenommenen Phänomene, die werden auch auf der SD-Karte gespeichert und die können wir dann zum Beispiel hinterher auf dem Laptop wieder abrufen. Ja, wir arbeiten halt am Computer und programmieren den, damit es mit dem Innenleben sozusagen, mit dem Arduino Uno funktioniert und der nimmt dann ja die ganzen Informationen auf. Die in der Sensebox gesammelten Daten werden an die Web-App-Gruppe weitergeleitet und ausgewertet. Wir beschäftigen uns halt mit der Web-App. Da machen wir einmal das, was der Nutzer sehen kann, also die App, die Karte. Die programmieren wir dann, dass die Daten von der Sensebox werden dort übertragen und können der Nutzer dann dort sehen. Und der Backend ist das, was dahinter steht, also der Server. Also wir arbeiten mit Sublime, das ist ein Texteditor, wo wir dann das Programm programmieren. Die Sensebox wird viele Daten aufnehmen können, wie zum Beispiel Temperatur, oder auch Punkte, Sehenswürdigkeiten und da kann noch vieles mehr dazukommen. Um einen optimalen Schutz der Sensebox zu gewährleisten, entwickelt die Case-Gruppe eine stabile Box zur Anbringung an das Fahrrad. Also wir entwickeln hier ein Gehäuse für unsere Bikebox. Und im Nachhinein, also wenn alle Sensoren eingebaut ist, testen wir diese auch auf ihre Funktionalität und auch, ob das mit der Website alles funktioniert. Zuerst haben wir die ganzen Bauteile ausgemessen, damit wir wissen, wie groß die sind. Danach haben wir eine 3D-Box erstellt mit dem Programm SketchUp. Und ja, die entworfenen Objekte drucken wir dann mit unserem 3D-Drucker hier aus. Und wenn alle Sensoren eingebaut sind, testen wir nochmal alles auf ihre Funktionalität. Stellt sich nur noch die Frage, welchen Zweck die Bikebox erfüllt. Die Bikebox wird dazu verwendet, im ersten Moment erstmal Daten zu sammeln, Daten aufzunehmen, damit wir diese eben auswerten können. Es ist ja immer so, wenn man etwas verändern möchte, wenn man etwas beobachten möchte, wenn man Dinge in dieser Welt verbessern möchte, dann muss man erstmal Beobachtungen machen und genau das kann eben diese Bikebox. Das Engagement der Schüler und Studenten sowie die ausgewerteten Bikebox-Daten weisen den Weg in Zukunft.